Sich selbst und andere besser verstehen, grundlegende psychologische Zusammenhänge durchschauen, soziale Kompetenz erlernen. Unter der Themenreihe »Mit dem Kind in mir leben, mitten im Stress« startet die Leipziger Lebensschule ihr Seminarprogramm. Wir lernen in der Schule, wie man liest und schreibt. Wir studieren vielleicht später Naturwissenschaften oder Geisteswissenschaften. Aber wer sagt uns, wie man glücklich wird im Leben? Wer sagt uns, wie man psychisch gesund bleibt oder wie man Sinn findet? Das sind die Fragen, um die es in der Lebensschule geht. Der Abend besteht aus Input, einem Vortrag also, und dem Gespräch. Dazu gibt es Tee und Gebäck, sodass man sich richtig wohlfühlen kann. Wir gehen hier in Leipzig jetzt ins vierte Semester. Und wir haben in der Vergangenheit viele verschiedene Themen schon behandelt. Zum Beispiel, wie kann man glücklich werden oder was mache ich, wenn ich mit Ängsten konfrontiert werde. Oder wenn es da Erinnerungen gibt, an die ich nicht gerne denke, Verletzungen meiner Seele, wie kann das heilen, wie kann ich vergeben lernen. Was tue ich, wenn ich an meine Grenzen stoße? Und ähnliche Themen. Fachleute fragen, aber ich habe das gemerkt. In Stresssituationen zum Beispiel, das kann es passieren, dass wir plötzlich Verhaltensmuster annehmen, die wir eigentlich schon längst hinter uns haben sollten, rein von unserer Reifung. Oder auch in Beziehungen wir plötzlich merken, Mensch, da läuft etwas nicht so, wie wir uns das vorstellen. Und daran wollen wir heute eben erkennen, einmal die Sache vorzustellen, dieses Modell von Robert Gigen, und dann in dem nächsten Zeit dann gezielt darauf eingehen, wie können wir mit den Informationen, die wir jetzt haben, eigentlich umgehen, damit wir nicht so schockiert sind und daraus lernen können in kritischen Situationen. Mit der zunehmenden Individualisierung verlieren traditionelle Wege des Leben-Lernens immer mehr an Bedeutung. Hier will die Lebensschule weiterhelfen. Ich war 8 Jahre in so einem psychosozialen Gemeindezentrum. Da bin ich das erste Mal mit diesem Thema konfrontiert worden. Und dann war ich 3 Monate in einer Klinik in Pulsnitz, wo man auch sehr viel und intensiv über das innere Kind gesprochen hat. Und deswegen bin ich einfach neugierig und möchte diese Erfahrung mal mit denen, wie sagt man, was ich jetzt hier höre, mal so vergleichen. Vielleicht lernt man noch was hinzu oder wie auch immer. Die hier sind, wir sind eine Gruppe zwischen 20 und 30 Teilnehmern, äußern sich sehr positiv darüber. Wir machen die Beobachtung, dass viele Menschen kommen, die eine Last mit sich tragen oder die ein Problem haben, mit ihrem Leben zurechtzukommen. Und das ist ja auch durchaus gewollt. Für solche Fragen und Probleme bieten wir die Lebensschule an. Wenngleich das nicht so etwas wie Therapie sein soll, wir ersetzen hier also nicht den Psychotherapeuten, sondern wir wollen Menschen helfen, gesund zu bleiben, Menschen helfen, glücklich zu werden, Sinn zu finden, auch einen Sinn, der über dieses Leben hinausreicht, denn wir arbeiten ja auf dem christlichen Hintergrund. Die meisten, die so kamen, haben für sich eine Menge mitgenommen, haben gesagt, das ist ja gut, dass ich mal etwas weiß, dann kann ich in bestimmten Situationen ganz anders mit diesen Situationen umgehen. Oder ich habe einfach in der Verwandtschaft oder in der Bekanntschaft Menschen, die ich jetzt viel besser verstehen kann und vielleicht auch besser begleiten kann. Die Lebensschule versteht sich als Bildungsangebot mit dem Ziel, grundlegende Kenntnisse über seelische und soziale Prozesse sowie praktische Anregungen zur Lebensbewältigung zu vermitteln. Die Seminare finden wöchentlich statt. Eingeladen ist jeder.